Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du mit deinem Android-Handy Bitcoin-Mining betreiben kannst. Und zwar geht es mit Hilfe einer App. Die zeige ich dir und wir werden die jetzt dann auch gleich im Anschluss installieren. Also, ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Cybersecurity. Okay, dann beginnen wir mal mit der Installation unseres Bitcoin-Miners auf dem Handy. Und zwar öffnen wir erstmal den Play Store. Und für dich habe ich hier jetzt schon alles gesucht. Ihr müsst einfach hier oben dann auf die Suche und Krypto-Tab eingeben. Dann auf Suchen klicken und wir sehen hier schon mal den Krypto-Tab-Browser. Den müssen wir anklicken. Dann müssen wir das Ganze installieren, indem wir auf Installieren klicken. Und kurz warten, 50 MB. Dürfte relativ schnell gehen und ja, wird dann natürlich noch installiert und jetzt können wir hier auch schon auf Öffnen klicken und wir sehen jetzt hier einmal AGBs bestätigen, das machen wir auch schnell und ja, jetzt haben wir hier eine kleine Einleitung, wie das Ganze funktioniert. Wir klicken hier unten auf den gelben Button und hier müssen wir dann auf Crypto Tab Dashboard klicken. Und dann kommen wir auch schon zum Anmeldescreen. Wir können uns hier mit verschiedenen Social Media anmelden. Wir können aber auch eine E-Mail verwenden. Ich verwende jetzt hier Google. Gut, ich konnte jetzt euch meinen Google Account nicht zeigen, aber wir sehen jetzt hier das Ganze nach dem Login. Und wir sehen hier, ich habe auch schon ein paar Bitcoins gemeint. Ich habe das Ganze vorab schon mal getestet für dich. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier auf Mining aktivieren klicken. Und ja, es ist doch nicht das Einzige. Sorry for that. Wir müssen noch den VPN aktivieren oder installieren, wenn wir den nicht installiert haben. Dafür klicken wir einmal auf die Meldung. Dann installieren wir den VPN von CryptoTab. Das dürfte auch relativ schnell gehen. Wird auch noch kurz installiert. Und ja, den müssen wir auch gar nicht öffnen, wir können einfach eins zurückgehen und jetzt hier steht auch schon Glückwunsch, Mining ist aktiv. Jetzt können wir hier tatsächlich auf Mining aktivieren klicken und es geht jetzt auch los. Wir müssen eventuell noch ein Capture lösen und ja, das ist aber gerade nicht notwendig. Wir sehen jetzt hier unten, das dauert 1 Stunde und 59 Minuten können wir jetzt minen. Danach müssen wir diesen Knopf hier wieder drücken. Und wir sehen auch hier unsere aktuelle Hashrate. Wir sehen dann hier unten auch unser Bitcoin-Kontostand. Ich habe jetzt hier schon 0,01 Dollar gemeint. Und ja, ihr könnt euch ja dann selber ausrechnen, wie viel das dann bei euch ist. Ich habe da 2 Stunden habe ich gemeint, wenn man das hochrechnet. Aber ich sage euch jetzt hier mal ganz klar, Bitcoin Mining auf dem Handy ist nicht sehr lukrativ. Ich würde euch empfehlen, eure Grafikkarte oder am PC oder am besten gleich ein komplettes Mining Rig zu besorgen. Wenn dich das interessiert, wie du mit dem PC minen kannst, dann verlinke ich dir jetzt hier oben ein Video. Einfach draufklicken, da zeige ich dir dann, wie du mit deiner Grafikkarte und deinem Prozessor am Computer minen kannst. Aber fürs Handy ist das hier eine gute Alternative und ja, wer das machen will, gerne. Wir sehen jetzt auch schon, es ist schon wieder ein bisschen mehr geworden. Aber ja, wie gesagt, ist eure Entscheidung. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Und ansonsten war es das hier von mir. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Wenn du noch nicht abonniert hast, lass doch ein Abo da. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, Likes. Und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bleib sicher und be part of IT. Peace!